Jo Leute, willkommen zurück zu Faeria und dieses Mal mit einem grün Oversky Deck. Das heißt, Create a Forest, dahin zu bannen. Das Deck habe ich gerade irgendwie zusammengeschustert und zwar spielt das komplett auf die wunderbare neue Struktur, die wir haben. Und zwar die. Zack. Einmal das. Einmal das. Einmal das. Und zwar gibt es eine Struktur, die nennt sich Baum des ewigen Lebens. Und hat leider unheimlich hohe Kosten. Nämlich drei Wälder, sieben andere Felder. Und trotzdem habe ich gesagt, die ist es definitiv wert, weil ist an der Struktur mit sieben Leben. Und hat den unsagbaren Vorteil. Create a Forest. Wunderbar. Schön nachgezogen. Hat den unsagbaren Vorteil, dass sie, wenn sie nachdenken, wenn sie gespielt ist, bin ich immun gegen jeden Schaden. Das heißt, es ist unmöglich, mir Schaden zuzufügen. Und alle Karten, die ich am Ende, alle grünen Karten, die ich am Ende des Zuges noch auf der Hand halte. Moment. Dahin. Und ziehen wir dahin. Und ja, das denke ich, ist doch schon mal ganz in Ordnung. Die, genau die hier, kriegen alle grünen Kreaturen sieben Leben und sieben Angriff dazu. Ich finde die Karte einfach mega OP. Sie kostet halt super viel. Aber gerade das Gründeck lebt davon zu spreaden. Also wirklich schnellstmöglich auf viele Länder zu kommen. Und oh, schluckt er den? Schluckt er den? Dann schluck mal. So, Kristallblume habe ich komischerweise nicht. Ich weiß nicht warum. Aber ja, gut. Passiert halt. Shit happens. Einmal das. Wir machen auf jeden Fall grün. Also das ist elementar. Zack. Perfekt. So. Also das ist wirklich ganz elementar, dass wir spreaden. Dass wir überall, möglichst hier, diesen ganzen Bereich grün kriegen. Oh, Froschwerfer, mit wem möchtest du kämpfen? Pff, dann mach mal. Oh. Okay. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet gehabt. Aber dann wollen wir mal das machen. Dann mach ich mal. Ich würde sagen. Dahin, dahin, dahin. Alles Möglichkeiten, aber ich glaube, ich gehe dahin. Mache das hier safe. Ne, den möchte ich eigentlich noch behalten. Und beende meinen Zug. Mega. Ich verliere jetzt einen Angriff. Da. Und wenn die auf 0 runtergehen, sind sie kaputt. So. Schaltet er den aus? Denke ich mal, ne? Darum ging es mir aber auch ehrlich gesagt gar nicht. Ich wollte nur, dass er hier nicht irgendwas hinsetzen kann. Setzt mir da einen hin. Jo. Dann würde ich einmal sagen, dass. Damit habe ich nämlich meinen Rankenwall.
Er hat seine Froschwerfer durch. Würde ich sagen, machen wir das. Würde ich sagen, machen wir das. Und würde ich mal sagen, beenden wir den Zug. So, weil ich gehe jetzt auf jeden Fall weiter nach vorne. Ja, mach. Kein Thema. Was gerade ein Thema ist, ist er hier oben. Kaios. Also Kaios ist wirklich ein Problem für mich. Ja, kein Problem. So. Die Königin ist auch da. So, das Problem ist, er ist immer noch da. Das heißt, wir setzen einfach mal da einen hin. Und dann also ich sag mal so, ich hatte genug, um das jetzt sogar zu spielen. Sinnvoll sogar zu spielen. Er ist gerade echt ein Problem. Machen wir das. Genau das. Weil ich jetzt einfach mal. Er muss jetzt hier runter. Also er muss darauf kloppen. Er muss nach da oben. Und er kriegt ihn nicht kaputt. Er hat es nicht gecheckt. Bitte lass ihn einfach auf die Sphäre angreifen. Oh, okay. Ja, damit kriegt er es kaputt. Dumm. Okay. Es ging mir auch eigentlich nur darum, hier die beiden, also ihn und ihn hoch zu pushen. Und halt, Uhrzeit Koloss. So. Ich würde sagen, wir setzen einmal den Spotter hier hin. Wir setzen den anderen Spotter hier hin. Und wir hauen dann einmal Verehrer rein und beenden diesen Zug. Er killt jetzt leider Gottes meinen Samen da oben, ja, war klar. Aber alles, was gerade im Umkreis steht, ist gespottet. Außer unten rechts der Fisch. Und das Schöne ist, ich kriege jetzt einen Kaios weg. Ach, okay, er verschlingt schon wieder mein Viech. Okay. So, dann würde ich einmal sagen, dich dahin. Dann habe ich eigentlich schon nichts mehr. Ich kann nur noch einen Verehrer nehmen und den Zug beenden. Ja, es ist egal. Boah, dieses Verschlingen geht mir echt auf die Eier. Es geht mir wirklich auf die Eier. Ja, dadurch hat das. Boah, ja, das dürft's gewesen sein. Ja, ärgerlich. Es ärgert mich. Absolut verschlungen. Und ja, das haut das Deck einfach komplett raus.
Schade, dass ich gegen so Anti gespielt habe. Blöd. Egal, Leute, wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, würde mich auf jeden Fall freuen. Wie gesagt, Kristallrose habe ich nirgendwo bekommen. Ich weiß nicht wieso. Ärgert mich auch, dass ich sie nicht habe. Muss ich ehrlich sagen. Also, es ärgert mich wirklich. Ansonsten, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.